Und Kletter haben heute nicht nur für Spaß draußen gesorgt, sondern auch für Chaos auf den Straßen. Ja, auch schieben musste man. Über all das werden wir berichten heute gleich in der Sendung. Werden wir erzählen, die ganze Geschichte heute. Und prominent haben wir sie, was die Ex-Schwiegertochter der Queen, Sarah Ferguson, in Köln gemacht hat. Auch das werden wir erzählen heute. Alles das in der Sendung. Bis gleich. Und heute unter anderem bei uns Dieter zu tun hat, interessante Kombi, verraten wir heute in Brisant. Herzlich willkommen heute zur Sendung. Aber vorher wollen wir sprechen über den Winter. Er ist heftig und er ist da und er kann natürlich auch so richtig Spaß machen, zumindest wenn der Opa den Kopf hinhält, sehen wir da. Aber Chaos auf den Straßen gab es auch und wer Pech hatte, ja, der musste heute schieben. Gut, wenn man da ein bisschen Verstärkung hat. Wir schauen auf den Wintertag und die vielen Folgen auf den Straßen heute. Das machen Sie richtig so. Wir schauen auf weitere Nachrichten heute vom Tag. Die Berliner Polizei macht ernst, war ja so angekündigt, gegen Clankriminalität. Hintergrund ist in diesem Fall ein Überfall auf einen Geldtransporter. Das war im Oktober vergangenen Jahres. Damals fielen sogar Schüsse und das war mitten im morgendlichen Berufsverkehr. Zwei mutmaßliche Täter hat man kurz danach festgenommen. Nun sucht man mögliche Helfer und deshalb gab es heute eine groß angelegte Aktion. Dann haben wir heute eine Geschichte, die ist uns allen in der Redaktion so wahnsinnig ans Herz gegangen, dass wir gesagt haben, die muss einfach ganz nach vorn mal in der Sendung. Unter anderem hat sie zu tun mit Axel Schulz, den kennen viele ja noch, der Boxer. Aber der Mann, der hat nicht nur einen harten Schlag, er hat auch ein Riesenherz, das hat er jetzt gezeigt, indem er einem sterbenskranken Mann nämlich einen Wunsch erfüllt hat. Der wollte ihn unbedingt noch mal kennenlernen. Sein Idol Axel Schulz, da sieht man die beiden. Und bei diesem Treffen hat der Mann erzählt, also eigentlich würde er gern noch mal heiraten, bevor er stirbt. Da hat Axel Schulz versprochen. Also wenn ihr euch traut, wenn ihr das macht, dann bin ich da. Und jetzt gucken Sie mal, wie das war. Ja, da besinnt man sich auf die wirklich wichtigen Dinge. Danke für diese sehr persönlichen Eindrücke und wir wünschen dem jungen Paar ganz viel Kraft für alles, was da jetzt kommt. Wir machen weiter mit Nachrichten vom Tage. Auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen soll sich nämlich Dramatisches passiert ereignet haben und das wohl schon über Jahre. Noch ist nicht viel darüber bekannt, aber die Polizei hat jetzt reagiert. Ja, da üben die Kleinen für später dann die Großen. Heute ist ein Urteil zum Thema Lebendorganspende gefallen, das Spender stärkt und Ärzte in die Pflicht nimmt. Wir erinnern uns alle noch an einen ganz prominenten Fall, den hat es ja auch gegeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spendete damals seiner Frau eine lebenserhaltende Niere und es ist bei ihnen ja zum Glück alles gut gegangen. Jetzt haben aber Spender geklagt, bei denen es nicht ganz so war und die fühlten sich von den behandelnden Ärzten nicht ausreichend beraten. Also wichtiges Thema mit Signalwirkung, diese Entscheidung, Leben, Spende, Zahlen, Fakten, Hintergründe. Dazu auch gern mehr auf unserer Brisant-Seite, schauen Sie gerne mal nach. Und wir gucken jetzt auf die Prominenz. Was gibt's da heute? Sarah Ferguson unter anderem haben wir in der Sendung. Das ist die Ex-Schwiegertochter der Queen. Die verrät ein süßes Geheimnis heute. Dann haben wir Dieter Bohlen, der auf Quark im Gesicht schwört, hilft angeblich für was auch immer. Und dann gibt's Wirbel um Sarah Jessica Parker. Jetzt mehr. Und mit ihr legen wir los, denn die Fans der Serie Sex and the City, sie sind ganz nervös schon. Denn seit einigen Tagen heizt Sarah Jessica Parker die Gerüchteküche ordentlich an. Das ist die Hauptdarstellerin, da sehen Sie sie, der Serie, in der es vornehmlich um Männer, Liebe und Schuhe geht, also das wahre Leben. Und seit kurzem zeigt sie sich wieder in dieser Rolle, die sie so berühmt gemacht hat. Und die Fans fragen sich, was ist da los? Gibt es vielleicht eine Fortsetzung? Wir verraten es. Die Strickjacke, unvergesslich. So, und jetzt Herr Doktor Tupfer, Schere oder wie war das nochmal? Ulrich Nöten kommt jetzt. Der hat sich nämlich wieder in den Arztkittel geworfen für Sie und die Fans freuen sich schon wahnsinnig, denn es geht weiter mit Charité, der Arztserie, um diese berühmte Klinik, die ja in Berlin steht. Ich war selbst schon mal dort. Krank sein macht da natürlich nicht so viel Spaß, aber die Serie gucken schon und jetzt also geht's endlich weiter. Und Ulrich Nöten hat, um authentisch auszusehen, sogar diesem fragwürdigen Schnauzer, da sehen Sie ihn, zugestimmt. Und mehr aus der Serie und von ihm jetzt. Also da kommt ganz viel und schon bald geht's los. Freuen wir uns sehr drauf. Was macht eigentlich Sarah Ferguson? Lange Zeit ja Schwiegertochter der Queen bis zur Scheidung. Fergie, wir erinnern uns, große Geschichte. Gestern Abend war sie tatsächlich nach sehr langer Zeit mal wieder zu Besuch in Deutschland. Und zwar bei der Lambert's Night. Das ist so ein Abend, da dreht sich alles um alles, was wir lieben, nämlich Schokolade. Es gibt sogar Kleider aus Schokolade, wirklich komplett. Weshalb Chris de Burgh, der war auch da so ein bisschen in Sorge, war nicht wegen der vielen wunderschönen Frauen dort, sondern wegen seiner Figur. Nach so
morgen Abend. Fergie wollte auch sehr gern über Schokolade sprechen und übers Heiraten. Mit Klappen. Ja, kurz auf dem Gaumen, ewig auf der Hüfte, bei den Kleidern passt mal wirklich. So, wir haben jetzt einen irren Typen, was der kann. Ja, das tut schon beim Zugucken ein bisschen weh. Das ist Schauspieler Mark Keller. Er hat uns versichert, sowas macht er regelmäßig. Ich weiß ja nicht, ob es gesund ist. Egal. Überhaupt ist dieser Mann wahnsinnig fit, was aber auch daran liegt, dass die Konkurrenz im Haus, das sind nämlich seine Söhne, die haben wir da auch gesehen, morgens immer sehr gern schlafen. Und die haben da so ein ziemlich lustiges Ritual. Papa überrascht die Jungs. Sehen wir gleich, wie das ausgeht. Inzwischen macht er sehr viel mit seinen Jungs, auch mit einem sogar Musik. Das hören wir jetzt. Ach, Talent liegt in dieser Familie. Wir gucken weiter auf die Royals. Auch bei Prinzessin geht der Trend offensichtlich zum Zweitjob. Interessante Frage jetzt. Was haben Dieter Bohlen und Astro Alex gemeinsam? Sie können beide nicht singen? Nein, das meine ich jetzt nicht. Beide sind ganz stark vertreten im Netz bei Social Media und die posten da eifrig lustige Dinge aus ihrem Leben. Ja, wie sie fliegen, wie sie Sport machen, alles Mögliche. Also der eine gerne im All, der andere auf der Erde. Und dafür waren sie jetzt nominiert für einen Preis. Ja, für sowas gibt es tatsächlich heute Preise. Und da schläft die Konkurrenz tatsächlich nicht. Unter anderem war nämlich auch Barbara Schöneberger nominiert mit diesen Jungs. Eine Frau, mit der man in diesem Fall immer rechnen sollte. Das ist ein sehr weites Feld. Der Papst twittert inzwischen nämlich auch eifrig. Und der kennt sich offensichtlich auch sehr gut aus mit den Trends so im Netz. Und der hat sich zu Wort gemeldet. Und wenn es nach ihm ginge, dann gab es die allererste Influencerin schon sehr viel früher, nämlich vor den sozialen Netzwerken. Und seiner Meinung kann das nur Maria gewesen sein. Ja, so hat der Papst also bei uns das letzte Wort heute in der Brisant-Sendung. Hier folgt jetzt Kai Pflaume. Unterwegs ist er bei Wer weiß denn sowas. Viel Spaß dabei, eine schöne Sendung. Und wir freuen uns sehr auf morgen. Bis dahin, schönen Abend von uns. Tschüss.